Jo Leute, David von iDesignisch hier und heute machen wir uns doch mal so einen Alien-Planeten. Heißt im Endeffekt eher nur diese Tentakel-Gedöns-Dinger, Pflanzen. Ist eigentlich relativ simpel und deswegen fangen wir doch mal an. Wir gehen hier erst auf Moorgraph, machen hier einen Moorspline. Das Coole ist, im Endeffekt ist das wie ein normaler Spline, den wir auch auswählen können. Einzige Coole ist natürlich beim Moosblein, könnt ihr hier anhand diesen Werten die ganzen ja, Werte einfach schnell verändern, wie ihr lustig seid. Ist ziemlich ganz cool. So, und genau das brauchen wir. So, jetzt machen wir allerdings uns erstmal ein Klonobjekt, weil wir wollen das natürlich klonen. Heißt, wir gehen in unser Moosblein, gehen. Erstmal also auf Klonen, gehen natürlich die Ebene, wollen wir natürlich ändern. Na, wo haben wir das? Modus? Nee, hey, bin ich blind? Quasi nicht. Da oben war es doch. Gehen wir nämlich auf Radial. Radial gehen wir bei der Ebene, wo wir natürlich anders haben, deswegen positionieren wir es XZ. Dass es so flacher Boden liegt. Dann unseren Radius machen wir auf 0, dass sich Dinge berühren. Und dann, ja, machen wir Anzahl mal, wie uns das gefällt. Ich meine, können wir im Endeffekt später eh nochmal ändern, aber ich denke, so ist schon mal ganz gut. So, jetzt wollen wir es natürlich nicht so platt gedrückt haben. Deswegen machen wir uns, also wenn wir hier auf Moosblein gehen, haben wir hier den Reiter Kräfte. Und das können wir halt verschiedene Kräfte, die darauf einwirken, uns generieren. Deswegen machen wir uns als erstes simulieren Partikelsystem, ne, nicht Turbulenz, sondern Gravitation. Heißt, wir gehen auf unser Moosblein. Jetzt gehen wir natürlich von Modus ausschließen auf einschließen, das natürlich auch einen Effekt hat. Und ziehen unsere Gravitation hier rein. Und wie wir sehen können, sieht es jetzt aus wie so eine Trauerweide. Sieht schon mal ganz gut aus. Nur jetzt wollen wir den natürlich noch ein bisschen Dynamik verpassen. Und das machen wir folgendermaßen. Gehen wir auf Simulieren, gehen auf Partikelsystem, nehmen uns ein Turbulenz und packen den Turbulenz auch da rein. So. Und zwar, wenn wir jetzt mit Play drücken, sehen wir, oh, das wackelt ziemlich umher. Das sieht natürlich ganz kacke aus. Deswegen gehen wir auf Turbulenz. Können die Skalierung hier ein bisschen also verstellen. Gehen wir jetzt beispielsweise mal auf die Mitte, also nehmt mal 60 einfach. Und wie wir sehen können, wenn wir das jetzt, sieht schon ein bisschen besser aus. Ist mir noch ein Ticken zu schnell, deswegen gehen wir auf die Frequenz mal auf, keine Ahnung, 50 beispielsweise. Und wie wir sehen können, okay, das ist jetzt ganz fließend. Was schon mal ganz gut aussieht. So, jetzt gehen wir natürlich wieder auf Moosblein. Dann gehen wir hier auf einfach, also auf den Reiter hier und biegen uns das Ding hoch. Ich denke, so ist doch schon mal in Ordnung. Können wir im Endeffekt später eh wieder ändern. Weil wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir, oh ja, das wackelt schon mal ganz gut. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns unser Spline, einen Kreis. Wenn wir schon mal dabei sind, gehen wir auf NURB, auf Sweep. Das heißt, wir wollen jetzt, weil wenn wir das jetzt rendern, ups, Quatsch, rendern daneben, sehen wir nichts. Das ist nämlich, weil der Spline braucht natürlich noch ein. Weil es ja halt ein Lineans quasi, deswegen sehen wir nichts. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Tiefe. Deswegen nehmen wir unseren Kreis hier rein und wir wollen nicht unseren Cloner haben, sondern packen unseren Cloner mal raus, ganz kurz, damit wir halt jetzt nur einen haben. Gehen unseren Cloner, packen den nämlich hier rein, also unterhalb von dem Sweep-Nub. Jetzt ist es so, normalerweise, wenn ihr das Sweep benutzt, könnt ihr anhand des Radius des Kreises natürlich bestimmen, wie, was für ein Durchmesser euer Objekt haben soll. Jo, allerdings bei dem Moosblein könnt ihr auf Moosblein gehen und auf Breite. Könnt ihr mit dann natürlich gucken, wie ihr die Breite haben wollt.
Machen wir mal 8 oder so. Obwohl, ne, ich ein bisschen viel. Machen wir doch mal 5. Ja, okay, gucken wir mal, wie es aussieht. Und das können wir unseren Sweepnir und unseren Cloner reinpacken. Und wie wir sehen können, sieht schon mal nach irgendwas aus. Ist jetzt noch nicht so schön. Wir machen das noch ein bisschen geöffnet. Denke, so ist mal. Ja, ich denke, so ist okay. So, jetzt ist es natürlich so. Das heißt, wir haben natürlich nur, also so abge. Rundete Ecken, also so die Kanten, die halt gerade sind, zwar nicht, die wollen wir halt ein bisschen spitz haben, dass es ein bisschen dynamischer aussieht. Deswegen gehen wir hier bei Sweep auf unten Details und haben wir unsere Kurve. Und jetzt können wir halt einfach die Kurve verschieben, wie wir wollen. Also wie ihr sehen könnt, wenn wir jetzt oben ist quasi dick, das ist da, wo es anfängt, und dünn ist es da, wo die Kurve unten aufhört. Das ist dementsprechend dann da oben. Ich denke, das ist ein bisschen zu dünn. Ja, okay, also wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne so lassen, aber mir gefällt es nicht. Deswegen gehe ich nochmal auf Sweep. Wo haben wir es? Na, komm schon. Sie ist ein bisschen weiter hoch, ich denke so. Ja, okay, so, ja. Ja, okay, so. Ja, okay, machen wir so. Wird schon in Ordnung sein. Können wir eh gleich nochmal anpassen. Ja, so ist doch in Ordnung. Dann machen wir natürlich noch den Radius, Quatsch, nicht Radius, sondern Anzahl ein bisschen größer. Na, größer, nicht kleiner. 30. Machen wir über 30. So. So, und wenn ihr das jetzt mal abspielt, merkt ihr vielleicht, dass es einfach je nachdem, was für eine Kartoffel ihr benutzt zum Rendern, so wie ich, das halt einfach sehr leckt. Das ist jetzt nicht so schön. Deswegen können wir das natürlich ändern, und zwar indem wir beispielsweise, wenn wir jetzt auf Dynamik, auf Darstellen gehen, können wir uns die Linien anzeigen lassen. Das liegt einfach daran, weil das Ding hat halt wahnsinnig viele Polygone. Das können wir machen, indem wir auf den Kreis gehen, hier von Zwischenpunkten bei angepasst auf gleichmäßig gehen, und jetzt können wir die Anzahl hier anpassen. Wenn wir jetzt beispielsweise runtergehen, sehen wir, ah, okay, es wird wesentlich weniger. Wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir, ah, okay, es geht wieder normalerweise ganz normal. Und voilà, so ist es. Perfekt. Jetzt gucke ich allerdings nochmal, weil wenn ich das jetzt doch render, ja, also, wie gesagt, ist es doch nicht so ganz schön. Deswegen machen wir das doch ein bisschen dicker, hatte ich mir gerade so ein bisschen gedacht. Und zwar, wir gehen wieder auf unseren Sweep, wie gerade auch. Und zwar, was ich ja gerade gesagt habe, hier oben, wo es anfängt, ist quasi unten. Also, und die Spitzen sind halt hier. Deswegen machen wir uns einfach mal so einen Bogen rein. So, dass das relativ dick ist. Wenn wir es beispielsweise rendern, sehen wir, ja, okay, das sieht doch schon mal ganz nice aus. So, jetzt gehen wir auf den Kreis natürlich nicht mehr auf. Machen wir mal 1. Ja, okay, 1 ist doch gut. Und gucken wir mal. Gehen wir nochmal eventuell auf, was wir hier nochmal kurz ändern können. Stärke. Gehen wir mal auf 10. Aber mal spaßeshalber. Ich denke, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Ist zwar eigentlich ganz cool. Ja, mache ich das mal 8. Upsala, nicht 80. Uiuiui. Ist auch geil. Okay, aber machen wir 8. Ja, okay, 8 ist okay. Ja. Okay. Lassen wir, obwohl, lassen wir noch 5. 5 war okay. Ja, lassen wir 5, ist okay. So. Und jetzt machen wir uns doch mal eine. Obwohl, wir machen erstmal alles markieren. Dann drücken wir erst Alt und G. Quatsch. Sorry. Alles natürlich.
drücken wir einfach mal erst Delta GA, dann hat er alles selektiert, ist ja egal. Dann Alt G, jetzt haben wir das in einer Gruppe. Ja. Und jetzt machen wir uns mal einfach mal spaßeshalber irgendeine Szene, machen uns mal eine Landschaft hier rein. Machen wir erstmal aus und dann unser Tentakel-Zeugs. Und ja, jetzt können wir uns das einfach mal ein bisschen, ist eigentlich egal, wie wir machen wollen. Längs ziehen, breit ziehen, ja, ich denke, so ist in Ordnung. Dann kopieren wir uns das mal, ziehen uns das hier, dann können wir uns das mal drehen, damit es natürlich nicht so gleich aussieht. Beispielsweise machen wir hier und dann kopieren wir uns das nochmal und machen das dann hier. Dann machen wir doch mal die Landschaft auch ein bisschen anders. Wo lassen wir das mal? Segmente lassen wir so. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Grübchen rein, Furchen. Ja, nicht so doll skalieren, das sieht nicht so schön aus. Meeresspiegel heißt, wie hoch das ist. Ich denke, machen wir ein bisschen tiefer. Ja. Denke, das ist doch ganz in Ordnung. Ich glaube, das könnte so passen. Das können wir jetzt auch mal markieren, kopieren, kopieren. Und jetzt können wir den eine Textur mal geben und zwar machen wir hier mal ein ja, machen wir mal so ein Grau, gehen wir auf Noise. Ich guck mal, wie es ist. Ansonsten nehmen wir uns ein Bild, ist ja okay. Gucken wir aber mal, packen wir erstmal unsere Ebene auf unseren 01 und ne, sorry, das war okay, machen wir 100. Falsches erwischt. Die globale Größe. Umso kleiner wir die machen. Ah, ja, ja, Entschuldigung. Das war genossen. Ja. Also kein Corona, keine Sorge. Globale Größe. Umso kleiner wir es machen, umso mehr Details haben wir hier. Also umso mehr Noises haben wir hier. So, machen wir das Ganze mal auch grau. Ja, ich denke schwarz und grau, ne? Nicht schwarz, dann machen wir es mal auch grau, aber ein bisschen grau, dunkler grau. Ja, so ist es doch, könnte gut sein. Können wir mal kurz rendern. Ja, okay, müssen wir gucken, wie es aussieht. Dann kopieren wir uns das mal. Shader kopieren. Gehen auf Relief. Textur einfügen. 100%. Rennen wir mal. Okay, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. So, jetzt nehmen wir uns unser 0. Machen wir das ein bisschen sichtbarer und ziehen wir uns das erstmal da, wo wir hinhaben wollen. Machen wir es ein bisschen kleiner. Ups. Weil ihr müsst natürlich aufpassen, weil wenn ihr das eskaliert, dann skaliert ihr natürlich auch die ganzen Werte mit, weil das ist ja an den gewissen Spline gekoppelt. Deswegen, aber ist im Endeffekt egal, weil ihr könnt es ja ganz klein machen und dann könnt ihr das ja einfach wieder euren Moosplein nehmen und aufklappen wieder.
Ja, okay, jetzt müssen wir natürlich noch die Werte müssen ändern. Die Turbulenzen. Ja, die Beschleunigung war natürlich, da machen wir 150 wegen 52. Turbulenzen. Das war nicht auf 3, sondern auf 5. Ja, okay, doch, aber machen wir 8. Gucken wir mal. Ja, okay, doch, diesmal ist 8 besser. Frequenz. Ja, okay, das ist doch ein bisschen viel. So. Und die Skalierung. Ja. So ist in Ordnung. Machen wir es natürlich ein bisschen noch mehr zu oben. Ja, so ist doch okay. Perfekt. So, jetzt ziehen wir uns das ein bisschen hoch. Machen wir mal Stopp. Gucken wir, dass es auf dem Boden ist. Natürlich auf. Können wir mittlere Maustaste drücken. Können wir uns das Ding hier. Ups. Ein bisschen hochziehen. Obwohl wir können uns am besten, suchen wir uns mal doch irgendwo ein paar Tore aus, wo man das vielleicht besser platzieren können, also damit es ein bisschen besser aussieht. Und zwar würde ich es einfach mal den Berg hier verschieben. Ja, okay, das ist doch gut, perfekt. So, dann nehmen wir uns unsere Null wieder, ziehen uns das jetzt dahin und irgendwas habe ich gerade verschoben wieder. Wo haben wir das Objekt? Na gut, fragt mich nicht, was wir da verschoben haben. Also mit STRGZ kommt ihr wieder zurück. Und ja, deswegen ist in Ordnung, wie gesagt. Wollen wir trotzdem noch ein bisschen platzieren. Ja, jetzt ist es auch eigentlich okay. Naja, gut, keine Ahnung, was gerade war. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Berg verschieben. Und packen wir dann unser Dingisch hier so hin. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. So, dann finden wir mal irgendwas. Machen wir doch ein bisschen mehr Turbulenzen rein. Sorry, Leute. 60. Ja, das ist gerade war ein bisschen blöd. Okay. Ja, okay. So, lassen wir es doch so. Und geben wir mal Textur. Neue Textur. Machen wir mal ein. Sorry, machen wir mal ein hellblau. Farbe. Machen wir mal ja, ein hellblau, wie gesagt. Gehen wir bei Reflektivität. Machen wir mal eine Anisotropie. Das heißt, das ist einfach. Ja, obwohl, nee, sorry, machen wir was anderes. Löschen wir. Machen wir einen ganz normalen Shader. Ist eigentlich egal, quasi nur, dass es halt leuchtet. Dann machen wir unsere Rauheit mal etwas hoch. Nicht so hoch. Ich denke, so ist in Ordnung. Dann gehen wir auf Leuchten. Nee, auf Glühen, machen da mal 20, weil das nicht so stark ist.
Und die Materialfarbe benutzen, machen wir raus und machen dort auch ein hellblau. So, das machen wir natürlich. Die Stärke ist ein bisschen hoch. 500 machen wir mal 200. Und dann mal gucken, wie es aussieht. Packen wir das mal auf unser 0. Und gucken wir mal, wie es aussieht beim Rendern nochmal. Ah. Ja, okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Also im Endeffekt. Das heißt, wir machen uns dann mal erzeugen, physikalischen Himmel, damit wir einfach mal so einen Himmel haben. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Gehen auf reiner Voreinstellung, Effekte, Global Animation, Ambient Occlusion. Ambient Occlusion, Global Illumination. Und gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut. Ja, okay, also ich finde jetzt, also ich würde da ein bisschen rumtweaken, aber im Endeffekt sind wir schon mal 20 Minuten angelangt. Also das war im Endeffekt so, wie es ist. Ihr könnt halt ja noch ein bisschen mit den Werten rumspielen, was ihr haben wollt. Und was ich auch, also das ganze Projekt mache ich euch kostenlos in die Videobeschreibung rein, damit ihr euch die Zeit sparen könnt. Und ich werde es einfach so machen. Ich werde jetzt bei Farben einfach einen anderen Shader nehmen. Bild laden, gehen wir mal auf Steine. Was machen wir da? Irgendwie mal diese Steine. Ja, das sieht schon besser aus. Und machen dann bei Relief auch dasselbe. Bild laden, Steine rein. 100%, das sieht schon mal dann wesentlich besser aus. Gehen dann nochmal auf die Projektion, können auf Quader gehen oder auf Flächen gehen, müssen wir gucken. Ne, okay, Quader. Ja. Können wir gucken. Quatsch. Nahtlos. Damit halt nicht sich wiederholt. Ja, und ja, wenn wir uns das mal rendern zum Beispiel, sehen wir auf jeden Fall, dass der Boden wesentlich besser aussieht. Jetzt würde ich noch hier da ein bisschen was verändern wollen. Reflektivität machen wir mal. Ob es nicht 1. 29. 30, machen wir mal 29. Und dann können wir mal auf Glühen mal gucken. Diese Werte 10. Ja, gucken wir mal. Ich denke, die von außen sind wir noch ein bisschen viel. Gehen wir mal auf 100 beispielsweise. Okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Radius können wir vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen. Gehen wir vielleicht auf 20. Gucken wir mal. Ja, okay, so langsam wird es halt. Also ihr könnt, wie gesagt, damit den Werten umspielen. Das ist zum Beispiel einfach nur das Basic, wie es ein bisschen aufgebaut ist. Und wenn ihr das beispielsweise das Play drückt, dann seht ihr halt, es wabert ein Wind. Heißt, ihr könnt natürlich auch Positionen, verschiedene Positionen nehmen. Ihr könnt es natürlich, wenn wir das jetzt beispielsweise haben, könnt ihr das auch kopieren. Und beispielsweise hier woanders hinpacken. Und hier beispielsweise das ein bisschen ändern. Beispielsweise könnt ihr hier irgendwelche so Krümmungen reinmachen. Könnt es ein bisschen weiter geschlossen haben, wie ihr halt wollt. Und ja, könnt es wie gesagt für euer Projekt benutzen. Ansonsten, wie gesagt, Download-Link in der Videobeschreibung zum kostenlosen Download. Genauso wie diese Textur hier vom Gestein. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ihr Wünsche habt für ein Tutorial, schreibt es gerne in die Videobeschreibung, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.